Was geht ab, Loco Club? Wie ihr euch erinnern könnt, am Mittwoch ist Dortmund aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Leider Gottes. Schade, sehr für mich schade. Natürlich etwas traurig. Was will der denn? Ja, und wir gucken mal jetzt, wie das gewesen wäre, wenn ich bei Dortmund gespielt hätte. Dazu Bremen, Neuverpflichtung, stell dich mal kurz vor. Ich bin Apo aus dem Werder Bremen gerade. neuer Bremen-Top-Transfer gegen den Flonko. Und Humle geht heute meins Tor. Ja, neuer. Und ja, guck mal. Zwei Schlüsselszenen, die werden wir beide nachstellen, an denen Dortmund das richtig versemmelt hat. Let's go. Bevor das Video losgeht, Dankeschön an OneFootball. Das Video ist durch OneFootball unterstützt. Einfach den ersten Link in der Beschreibung abchecken. Dann kommt direkt zur App. Let's go zur Challenge. Diesmal gehe ich das für Dortmund. Challenge Nummer 1, der entscheidende Freistoß von Marco Reus. Anfang der zweiten Halbzeit. Der schießen einfach in die Mauer. Deswegen haben wir keine Mauer aufgestellt. Naja, egal. Wir gucken mal, wer von uns die meisten Freistöße trifft. Wer muss anfangen? Ich spiele gegen mich selber. Okay. Werder Bremen ist nicht so auf der Höhe. Ja, du darfst entscheiden. Du kannst anfangen. Ich gebe dir den Vortritt. Okay. Ne? Anis, hast abgenommen, Reus. Bruder. Ja. Keinen guten Tag gehabt am Mittwoch. Aber ja, jetzt 5 Durchgänge. 5 Tore von mir, oder? Kann man doch. Natürlich. Sagen. Wir kennen ihn doch, ja. Den Flonko. Aua! Rechts! Weiter rechts! Ich hab nicht so Tor, das zu erkennen. Boah! Das war Marco Reus Flatterball, du. Okay. Der hat ihn über den Zaun geflattert, du. Jetzt hat Bremen die Chance, hier in Führung zu gehen. Du hast noch deinen eigenen Ball heute mitgebracht, habe ich gesehen. Der Jakko. Auch 2 Euro von Kick. Mann, geil. Ungefähr so teuer wie der ganze Werder Bremen-Kader. Jetzt geht's los, aber trotzdem müssen die Tore gemacht werden, ne? Was geht los da rein? Boah, der Anlauf. Mashallah. Nope. Ah. Schade, Ranjit. Komm. Jetzt. Für deinen Geburtstag, der heute ist. Wünsch dir mal alles Gute in den Kommentaren. Der ist erst in einer Woche oder so. Das sollen die jetzt schon schreiben. Boah! Das Auge von Ranjit. Das könnte der neue Beton werden. Ja, du magst diese harten, ja. Platten, ne? Oh, Mojitan, Vajiran. Machst du den jetzt rein für Sujivan? Ja, hoffen wir doch. Komm, Mo. Hast du schon mal getroffen? Oh, oh, was? Was? Ja, moin. So ist das letztens gelaufen gestern, ne? Bremen. Ja, Birki. Aber auch wenn Hitz gestern im Tor war, klassischer Birki, du. Aber da geht Werder schon wieder in Führung. Ja, am Nakoi. Aber jetzt für Reiner, so wie Reiner. So. Pippe Reiner, ne? Nein, das war dann doch eher keiner. Bei Dortmund und nicht ich. Ist der jetzt für Apo LED? Der Schuss von Bremen. Oh! Den hat er rausgeflonkt. Ja. Was ist denn hier los, du? Keine Schüsse mehr aufs Tor hier. Vierter Durchgang, kein Tor gemacht. Mach ein bisschen Photoshop, dann passt das. Schwierig. Hast du nicht Helses Video gesehen? Da siehst du, wie man Tore macht. Einfach den Ball animieren. Der Werder mit dem Gregoritsch-Anlauf aus der Hölle. Ja. Von Nelke! Oh, okay. Der war doch nur eine Nelke. Komm jetzt für so einen richtigen Reiner. Reiner! Was ist denn los hier? Erste Challenge schon durch, aber Bremen kann wieder auf 2-0 erhöhen, wie auch in echt. Oh. Und mal gucken, ob ich das kann. Ich mal schon. Aber ich glaube, der hat Schicht jetzt im Quickie-Markt, deswegen muss er mal ganz dringend los. Kaum, dass Nico Schulz bei Gladbach gespielt hat, weil er nie, Favre hat ihn nie spielen lassen. Ich dachte, er ist von Hoffenheim gekommen. Nee, der... Echt? Der ist doch von Hoffenheim. Weil nicht davor in Gladbach vielleicht. Nee, der war nach Hoffenheim war der noch bei Gladbach. Eine Saison? Vielleicht sogar über eine. Nein. Schulz. Schulz. Ja, der war bei Gladbach. Und dann hat er nicht... Dann Hoffenheim. Ja, siehst du. Ja, so sagen wir. Dann war der bei Hoffenheim erst. Ja, Dortmund hat ihn von Hoffenheim geholt. Ah, okay, dann habe ich falsch. Ich dachte auch irgendwie... Egal. Vajitan, hä? Also, Schulz bitte wieder zurück nach Hoffenheim und dann zurück nach Gladbach. Jetzt die letzte Hütte, dann ist Dortmund wieder zurück in Dortmund. Game over dann, ne? Schieße den zurück in den Ruhrpott. Selke! Wow! Bruder, komplett Karambolage, Alter. Aber egal. Erste Halbzeit, 1-0 für Bremen. Nicht so schlimm wie am Mittwoch. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen Doppelpass. Haaland spielt ihn so in die Spitze und Sancho, anstatt zu schießen, rennt einfach mit dem Ball am Tor vorbei. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Das war ja auch. Ja, gestern. Vielleicht gestern, je nachdem, wie schnell ich schneide. Und ja, deswegen machen wir jetzt auch einen Doppelpass. Zweite Halbzeit. Diesmal drehe ich das für Dortmund.
und kommen ins Achtelfinale. Ne, ins Viertelfinale, ja. Ungefähr eine halbe Stunde gebraucht, das Ganze hier zu rekreieren. Ist auch schwer. Diesmal liegt Bremen vor, damit ich nachlegen kann. Bremen Bahnhof? Kein Unterschied wahrscheinlich für mich, aber egal. Bremen, let's go. Okay. So, da ist Haaland. Warte mal kurz, wir müssen die Scenes setten. Haaland, Sancho, Torwart von Bremen, keine Ahnung, wie der Pico heißt. Und Loco. Schauen wir mal, was hier passiert. Sancho, sprinte durch. Ja, genau so. Exactly Sancho-Style. Stark, Sancho. Du könntest bei Dortmund spielen. Das ist Brancho. Ja, ich wollte nochmal die Fehler von gestern nochmal. Hallo, so Bremen. Wiederholen. Das ist Sancho Balancho. Der Rashica hätte einfach reingeschossen. Ja. Mal sehen, ob der Flonko das macht. Oh, der Ball von Haaland. Nope. Oh, Torwart ist da. Was ist denn da los? Kein Kindergarten hier. Bleibt mal im Tor, sagt er. Ja, sonst ist jetzt zu, du kannst ja nicht im Tor stehen bleiben, sonst ist es zu einfach. Oh, Bangala, Bangala, Sancho. Oh, oh mein Gott. Oh, Junge, ich weiß nicht, was schlimmer war. Der Pass, die verkackte Annahme oder deine... Na, ich sag nichts. Nein. So. Moauba. Boah, Junge. Bitter, bitter für Bremen. Aber war abseits auch, habe ich gehört. So, alle bereit? Haaland, Haaland. Haaland auf Sancho. Er kann den Ball annehmen. Oh, Sancho daneben. Der Torwart ist zu krass. Klischee? Näher zu mir. Ja, immerhin hast du den Ball bekommen. Immerhin hast du den Ball bekommen. Oh, der Ball kommt. Oh, oh nein. Perfect. Oh mein Gott, hab's genommen. Oh mein Gott, der hat sich schon gefreut, bevor er... Ich nicht durchgeschossen. Boah, stark. Krankes Tor, Alter. Wir haben 2-0 in Führung. Aber kommen wir uns bekannt vor. Aber jetzt war das 2-1. Aber das war ja eine ganz kranke Aktion. Oh, oh, Ball kommt. Mensch, Sancho, was ist denn da los, Sancho Pancho? Ja, das war das Problem. Jetzt einfach mal direkt abschließen, sage ich dir. Gleich direkt. Hat er schon Angst vor seinem Betonball? Oh mein Gott, kann Werder es jetzt ausmachen? Instant KO? Instant KO, wenn er das jetzt macht. So was gegen sich überhaupt traut zu versuchen. Okay, jetzt die Chance nochmal ranzukommen. Du musst. 2-1. Und vielleicht mache ich dann doch noch das 2-2. In die Verlängerung retten. Ich sag dir direkt, Alter. Direkt. Muss mal der Chip kommen jetzt. Chip. Das ist ein richtig professioneller Torwart da, Alter. Das Weserstadion mit 20.000 Zuschauern oder so, es bebt. Okay, Haaland. Kannst du noch mal die geile Vorlage bringen, Haaland? Für Haaland. Komm, Holly. Holly. Oh, aber Schoss lebt noch. What are you doing? Was ist denn hier los? Ich hab den Ball vergessen. Der arme Junge. War vorbei, ne? Eigentlich schon, ja. Aber ich kann die zweite Challenge ja vielleicht noch gewinnen. Quasi. Ja. Der erste hat der zweite Halbzeit. Wenn du jetzt triffst, ist vorbei. Wenn ich treffe, dann habe ich ja die Challenge ausgeglichen. Und hast ein bisschen dort eine Ehre. So. Wenigstens ein bisschen, ja komm. Wir versuchen. Ich versuch's noch weiter. Man kann es einfach ins Elfmeterschießen gehen. Hier, Haaland. Komm. Ja, ich weiß auch nicht, du bist zu nervös gegen Rajivan. Guck mal, Handy wird schon weggeschmissen. Die machen schon Insta-Stories, die feiern sich schon. Komm, Haaland. Oh, und was macht Mogi? Wow. Was zieht weiter durch. Oh, jetzt ist die Chance da. Zwei Tage kann ich jetzt mal ausgleichen, aber ich weiß nicht, läuft einfach nicht heute. Ah, einfach mal reinfetzen, Alter. Oh. Vielleicht einfach mal rein in die Olga da. Okay. Bringt doch alles nix. Schön abgelegt da. Ja, verzweifelte Taten hier. Haaland ist auch bereit. Er spielt seinen 10. Pass in die Spitze. Und Haaland trifft. Hätte Haaland den mal selber reingemacht. Aber war abseits, oder? Ja. Ich habe einfach noch kein einziges Tor in dieser Challenge gemacht. In dem ganzen Video noch nicht. Doch. Als die Kamera aus war. Weißt du nicht mehr? Da habe ich gewonnen. Was willst du denn jetzt?
Mojitan. Schon vorbei. Loco ist doch noch. 2 Jahre wurde er zurückgepfiffen. Nix klappt heute. Null Tore geschossen. Dortmund ist einfach zu Recht ausgeschieden. Das Trikot wird jetzt zerrissen. Nein, das will anbehalten. Schazan, gut, in der Bundesliga können wir vielleicht noch was reißen. Ja, Champions League, ja. PSG wird kritisch, aber Tuchel. Klassenerhalt ist da. Guck mal, Bremen, die sind schon in der nächsten Runde. Die machen keine Interviews heute mehr. Ja. Trotz Sieg. Wir haben nochmal nachgestellt, warum Dortmund rausgeflogen ist. Genau, weil solche Gurken wie ich da spielen. Wow, das ist jetzt ein bisschen hart. Also für dich selber ist das hart. So schlecht bist du auch nicht. Okay, danke fürs Einschalten. Lass dein Abo da, lass dein Like da. Checkt Humley ab. Vielleicht hat er von 100k voll, ich weiß es nicht. Falls nicht, macht sie voll. Und ja, hier für Bremen. Deutschen Pass. Genau. Bangala, Bangala, Bangala.